Die Regenfahrt. Schon wieder. Guten Morgen. Oh, guten Morgen. Wir sind mal wieder unterwegs im Regen. Ja. Bad Tölz war es noch trocken und jetzt fahren wir Richtung Silberstein Stausee und hier ist noch Regen. Macht keinen Spaß. Nee, wir wollten eigentlich ein bisschen wandern. Das können wir uns jetzt abschminken, so wie es aussieht. Beziehungsweise wir schauen mal, vielleicht wird es heute Mittag noch trocken. Links seht ihr Berge, wenn er die Wolken beiseite schiebt. Und vor uns sind auch Berge, auch wenn er die Wolken beiseite schiebt. Vielleicht probiert es mal, wischt mal auf dem Fernseher. Hin und her. Und, ja. Wir wischen auch mal mit dem Scheibenwischer, aber der hilft nicht. Nein, leider. Ja. Das Wetter ist grau in grau. Aber wir denken positiv ab. Morgen, beziehungsweise vielleicht sogar schon heute Nachmittag, wird es schöner. Schauen wir mal. Ja, wir denken positiv. Genau. So, und bis dahin, guckt euch noch den Regen. And it's all in our signs. We're going away. Get your bag, check the tag. Decision is made. Lock your door, need no more. It's already paid. Cancel your bill for a ride. It's a journey. Zum zweiten Mal. Guten Morgen. Genau. Wir sind jetzt am Silbersteinsee. Ja, wollten eigentlich hier bleiben. Wir sind hier auf dem Nachtparkplatz. Kann man auch mit Wohnmobilen stehen. Ich glaube 10 Euro die Nacht. Weiß nicht genau, weil wir werden jetzt nicht bezahlen, weil das Wetter ist nicht das Beste. Wir wollten eigentlich ein Stückchen wandern gehen, werden es aber nicht machen und nehmen dann unsere Reise weiter auf in Richtung Garmisch. Wir werden wahrscheinlich im Mittenwald heute stehen. Das schauen wir mal, ob wir das machen. Ja. Ne? Ja, ja. Schade. Und schade, weil hier ist eine schöne Gegend, hier kann man schön spazieren gehen. Silbersteinsee ist auch sehr schön, sind wir gerade drüber gefahren, habt ihr schon gesehen. Und ja, und der Waldparkplatz hier ist auch total ruhig. Wir sind die Einzigen bis jetzt. Ich denke mal, das wird sich aber nachmittags füllen. Schläft man schön ruhig. Was man hier halt nicht hat, ist Internet, Strom, Sonne. Sonne, Fernsehen braucht man aber auch nicht, wir sind in der Natur. Was der Platz aber hat, ist Fähr- und Entsorgung. Genau, für Wasser und Toilette. Ja. Ja, haben wir aber schon alles gemacht in Bad Tölz und deswegen, wir machen jetzt so ganz kurze Päuschen, trinken ein Käffchen und dann geht's weiter. Bis später. Bis später. So Leute, wir haben jetzt Maut gezahlt. 10 Euro. Jetzt geht's los. Und dann schauen wir euch das an. Schön. Und es ist ein bisschen aufgeklärt, also sehen wir auch ein kleines bisschen was. Hat der schon mal was? Die Inn. Und da vorne war die Sandbank von der Inn.
Und da ist der erste Parkplatz und da oben der Wasserfall. Baustelle, jetzt stehen wir erstmal 7 Minuten waren es gerade und jetzt noch 6 Minuten und 10 Sekunden, bevor es weitergeht. Baustellenumleitung, unser schönes Wohnmobil wird dreckig. Dreckig? Der war schon dreckig. Alles fällt hin und her. Wenn ich mich gerade an Neuseeland. Aber da war die Straße noch ein bisschen besser. Gleich geschafft. Knausi halt durch. Vorbeifahren, oder? Du stehst jetzt eh schon halb so. Mein Mann sagt, es kommt jetzt ein Wasserfall. Und? Pustekuchen! Leider. Ist das cool. Achtung, Wasserfall, Brücke, es heißt gleich Wasserfall. Sag ich immer. Und? Es soll mal einer werden. Gut, zur nächsten Brücke. Achtung, Leute, Wasserfall. Ein stillgelegter Wasserfall. Doch ein kleiner Wasserfall da. Man könnte sich zwar hier vorne jetzt noch hinsetzen, aber mich mit meiner Höhenangst macht das nicht. So ist auch schön der Blick. Wasserfall rechts. Hinter uns steht das Wohnmobil. Rechts ist noch schön, wenn man nach drüben schaut. Da drüben ist schön, es liegt auch Schnee bis schon auf die Berge. Übrigens auch der Stellplatz. So, und jetzt gucken wir mal in die Richtung, wo das Wetter herkommt. Es wird dunkel. Aber wir laufen zumindest mal bis zum Bahnhof vor. Regenschirm dabei, Regenjacke dabei. Noch ist ein trockener Hund dabei und bald ist ein nasser Hund dabei. Ich klappe jetzt meinen Regenschirm auf. So, und dann seid ihr alle im Trockenen. Ihr seid im Trockenen, ich bin im Trockenen. Und die Silvia? Die ist nass. Ja, da oben, da wo jetzt die Wolken hängen, da fährt auch die Karawandelbahn hin. Und ja. Hier kann man auch ganz viel laufen. Also halt mal einen Schirm bitte. Danke. Also wir sind jetzt irgendwo hier in Mittenwald. Wir müssen jetzt hier irgendwo sein. Der Bahnhof. Hier irgendwo.
So, hier ist die Talstation, da geht es dann hoch. Die Bergstation, 2244 Meter. Ja. Und dann gibt es hier noch eine Schlucht, die wollten wir uns auch noch anschauen. Aber eine Schlucht macht man nicht, wenn es regnet. Deswegen heute nicht. Vielleicht bleibt man ja noch eine Nacht länger. Morgen haben sie ein bisschen trockener angesagt. Wir sind gute Dinge. Und dann würden wir morgen in die Schlucht gehen. Ja. Die Karawendelspitze ist 2384 Meter. Vielleicht haben wir morgen auch schöne Sicht und vielleicht fahren wir morgen mit der Karawendelbahn nach oben. Die Silvia will zwar nicht, weil die sagt, Zugspitze reicht ihr. Aber guckst du auch mal mit. Aber wenn hier morgen schönes Wetter ist, können wir auch hier hochfahren. Mal gucken. Wir gucken morgen, wie es Wetter wird. Jetzt warten wir erstmal hier und dann einen schönen Tag. Wir sind ja weit gekommen. Bis es trocken ist. So, das Wohnmobil steht ganz weit da hinten. Immerhin so um die 100 Meter. Wow. Na gut. Wir schauen. Scheiß Regen. Ja, ich habe auch keinen Bock mehr. Und wie ihr hört, es regnet. Mal wieder. Ja. Und wir essen jetzt schön Roulade mit Kartoffelbrei und Salat. Und wir essen ganz alleine. Ja. Der isst nicht mit. Oder mit Vorrat. Alles mal. Ihr könnt uns zugucken, wenn ihr möchtet. Nee. Müsst ihr aber nicht. Wir schalten jetzt wieder ab.